Liebe Freunde, heute beschäftigen wir uns mit der Baureihe 64 von Minitrix. Davon gibt es ja nur wirklich genügend Loks, die überall rumstehen, die wir zu Hause haben oder die in der elektronischen Bucht angeboten werden. Das ist eigentlich eine ganz schöne Lok, die aber natürlich ein bisschen rumpelig fährt meistens, ganz oft verdreckt ist und ordentliche Kilometer abgerissen hat. Wir wollen aus dieser Lok wieder ein Schätzchen machen und werden sie komplett mit allem Drum und Dran umbauen und gucken uns an, wie wir das machen. Zunächst mal ist die Frage, in welchem Zustand habt ihr die Lok? Müsst ihr sie vielleicht komplett auseinandernehmen? Wir brauchen sie sowieso auseinandergenommen für den Umbau. Also von daher kann man dann auch gleich sagen, man reinigt sie komplett, um die Lok aufzumachen. Gibt es folgende Dinge. Hier seht ihr schon einmal den Kessel. So, zunächst mal müsst ihr hier vorne die beiden Puffer rausziehen. Wenn ihr das gemacht habt, öffnet ihr mit dem Fingernagel ganz einfach hier die Rauchkammertür. Lässt sich relativ einfach abknipsen, passt ein bisschen auf, die schießt dann gern durch die Gegend. Dann müsst ihr wieder suchen. Also die beiden Dinge müssen zunächst mal ab. Wenn ihr dann reinguckt vorne in den Kessel, werdet ihr ein Gewicht finden. Dort in diesem Gewicht ist eine Schraube drin. Diese Schraube ist abzuschrauben. Danach könnt ihr den Kessel vorne hochnehmen, ein bisschen nach hinten drücken und das Oberteil ist ab. Ihr seht, hier noch sind Gewichte drin, links und rechts. Die bleiben hier drin, die sind fest, die fallen euch also nicht entgegen. Und dann habt ihr einen freien Blick auf die Lok innen drin. Das, was ihr normalerweise noch seht, ist folgendes. Das ist der Motor hier. Der würde hier jetzt drin liegen. Und ihr habt hinten die Mini-Elektronikeinheit. So viel Elektronik ist es hier nicht. Kleiner Kondensator drin. Bisschen Metall, ein paar Federn. Also, das wäre dann hier abzuknipsen, links und rechts. Und der Motor hier wäre zu entnehmen. Dafür habt ihr an zwei Stellen, nämlich vorne und hinten, diese berühmten Federn, die gerne mal wegspringen. Also die hier sind nachher sowieso abgängig. Also von daher, wenn sie jetzt wegspringen, ist es auch wurscht. Links oder rechts kurz anlupfen, nach oben wegziehen und dann ist der Motor auch schon frei. So, bei dem Motor. Was ist dazu zu sagen? Ihr habt vorne eine Schnecke dran, die ist in der Regel noch völlig gut, ansonsten reinigen, aber die können wir gerne weiter verwenden. Die passt auch super auf die Motorwelle des Glockenankers. Wie bekomme ich diese Schnecke, die ich hier habe, auf den Glockenankermotor? Das macht ihr ganz einfach. Ihr packt diesen Motor in den Tiefkühler. Ja, ich habe auch so einen schönen unten stehen im Keller, 18 Grad minus, schönes Teil. Also da kommt dieser Motor rein. Ungefähr für eine halbe Stunde reicht aus, damit der schön schockgefrostet ist. Und dann organisiert ihr euch entweder einen Lötkolben mit einer breiten Spitze, der wirklich ordentlich Wärme übertragen kann. Oder ihr habt ein Heißluftgebläse, so ein Ding habe ich auch im Keller. Das ist so zum Abschrubbeln von Lack und anderen Dingen kann man das verwenden. Das Ding kommt so ungefähr auf 800 Grad. Das ist eine schöne Geschichte, wenn ihr sowas habt. Und das braucht ihr dazu. Dazu so etwas wie zum Beispiel ein Abisolierer. Zur Not macht es auch sowas, eine Pinzette. Nachdem ihr also den Motor aus dem Tiefkühler geholt habt, macht ihr folgendes. Ihr erwärmt danach mit dem Lötkolben oder eben eurem Gebläse nur ausschließlich die Schnecke. Das heißt, ihr nehmt nicht die Motorwelle, nicht den Motor, nicht eure Hand, sondern ihr erwärmt ganz kurz für eine halbe Minute die Schnecke, hitzt die schön auf und was passiert bei Erhitzung? Das dehnt sich aus, genau. Das heißt, die Schnecke zieht sich danach wie Butter ab. Also wenn das jetzt warm wäre, was es nicht ist, einfach hier hinterhaken, zack und nach oben abziehen. Dann habt ihr den alten Motor, mit dem werdet ihr wahrscheinlich sowieso nichts mehr anfangen wollen. Ja, man sieht in der elektronischen Bucht da noch manchmal Motoren angeboten, aber ganz ehrlich, wer jetzt auf Glockenanker umwechselt, was will derjenige noch mit so einem alten Motor? Also, das hat sich ausgedient, die Schnecke kann man allerdings noch verwenden, spart man 2 Euro, ist auch gut. Also,
Das ist die Variante, ich ziehe diese Schnecke ab. Jetzt kann es passieren, dass ihr sagt, ja, Messingschnecke, schön und gut, ich hätte gerne aber noch ein bisschen leisere Variante. Dann könnt ihr bei uns im Shop, gibt es die, unsere Flüsterschnecke nehmen, die passt da auch drauf, das ist die Nummer 2 und die kommt dann vorne drauf und dann habt ihr Kunststoff und zwar Hartkunststoff auf Kunststoff, also nicht hier diese China Nylon-Variante, die euch keine Freude macht, wenn ihr die habt, die ist relativ schnell hin, sondern das muss ein vernünftiger Kunststoff sein, der auch lange hält. Da habt ihr also hier die vernünftige Variante, die ihr daneben könnt oder eben die Messingschnecke, wie ich das eben erklärt habe, und zieht euch die ab. Jetzt haben wir hier das Fahrgestell und die Frage ist, was machen wir jetzt damit, wenn wir das umbauen wollen? Zunächst mal ist das jetzt hier ziemlich nackig. Ich habe hier die Birne entfernt. Die ist hier original von Minitrix, sogar noch ein bisschen gelb vorne drin. Die könnt ihr entweder verwenden, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt die lassen, oder ihr baut auf LED um. Das ist die Variante, die wir wahrscheinlich dann machen werden. Hinten, hier oben, wäre ebenfalls die Birne drin. Entweder nachher auch auf LED umbauen oder die Birne wieder da reinpacken. Wo kommt jetzt der Glockenanker hin? Wo kommt der Sound hin? Die Pufferung und so weiter. Also logischerweise haben wir hier das Zahnrad. Das heißt, wir brauchen hier den Glockenankermotor im vorderen Bereich. Dafür haben wir hier die Motoraufnahme. Das sieht wie folgt aus. Ihr habt vorne, da seht ihr schon Platz für den Glockenankermotor und hinten habt ihr auch Platz, nämlich für die Pufferbausteine. Da werden wir schöne 600 Mikrofarad reinpacken. Das reicht idealerweise für diese Lok. Mehr braucht man nicht und wäre schade ums Geld, wenn man da zu viel Puffer reinpackt. Und weniger als 400 haben unsere Tests ergeben, sind auch nicht schick. Ja, also der Glockenanker zum Glück braucht ja nicht so viel Energie wie die alten Dreipoler. Aber wenn ihr 600 habt, habt ihr überhaupt kein Problem. Ab 400 gibt es eigentlich auch keinen. Also von daher haben wir jetzt einen Sicherheitspuffer in den Puffern eingebaut. Und die kommen hier hinten ran. Wie bekommt ihr das hin? Relativ einfach. Ihr nehmt jetzt mal, jetzt muss ich ein bisschen das aus der Hand nehmen und ein bisschen selber hier einführen. Ihr habt hier hinten so eine Führung. Ja, ihr seht, hier ist Metall, ist da so eine Kante. Hier habt ihr selber auch eine Kante drin. Ihr müsst also das nur direkt einmal ansetzen. Zack. Und klipst das dann hier unten rein. So, das ist wie immer passgenau auf den Mü. Und Nanometer, das ist auch schon bereits fest. Ihr müsst hier also gar nichts kleben, machen, tun. Die Lok verschandeln, sondern das ist exakt so, wie es sein muss und sitzt. Wir können einmal gucken, wie wir den Glockenanker hier befestigen. Wir haben jetzt noch nicht den Adapter hier vorne dran. Wir haben noch nicht die Schnecke dran, sondern das ist erstmal nur blank der Glockenanker, wie er vorliegt. Und da seht ihr, wenn ihr hinten an den Glockenanker guckt, so, einmal hier vor die Kamera, habt ihr eben einmal rot und blau, die Litzen, die da rauskommen. Und das, was ihr machen müsst, ist nur Folgendes, ihn bitte waagerecht einbauen. Das bedeutet, ihr habt hier an der Halterung des Motors 2 Aussparungen. Da kommen die Litzen rein und gehen nach oben weg. Hier rein, nach oben weg. Und da seht ihr, die sind nebeneinander angeordnet. Deshalb müssen die Litzen nebeneinander rauskommen, wenn ihr es reinbaut. Also logischerweise eben so und nicht so übereinander. Weder rot über blau, blau über rot, sondern schön nebeneinander. So, dies kommt vorne ran. Und hier in den hinteren Bereich kommen dann die Keramikpuffer. Die sehen so aus und werden nebeneinander hier reingepackt. Also nehmen wir mal ein, schwupps, und dann kommt der zweite nebendran. In einer Höhe, wo sie nicht sichtbar sind. Das heißt, ihr könnt durch das Führerhaus durchgucken und es verschandelt hier nichts die Optik. Ihr habt, wenn ihr die Puffer euch anschaut, auf der Rückseite eine Markierung. Die ist so ein bisschen braun. So, und das, was ihr machen müsst, ist, wenn ihr sie auf den Bauch oder auf den Rücken legt, gucken, dass ihr die eine braune Markierung habt, in die Mitte packt und bei dem anderen Puffer
nehmt ihr die Markierung nach außen. Das heißt, wenn ihr das hier zusammenpackt, ist eine braune Markierung in der Mitte und bei dem anderen Puffer ist sie nicht in der Mitte, sodass ihr hier einfach überbrücken könnt und dann könnt ihr links und rechts das abnehmen. So, das war eine Falschaussage. Falschaussage. So, wenn ihr die Puffer hier reinpackt, ist es wichtig, dass ihr sie parallel schaltet. Also, ihr habt eine braune Markierung, ist das in diesem Fall, das ist Plus. Und das, was ihr macht, ist, ihr packt einmal die braune Markierung hier in die Mitte und ihr nehmt den zweiten Puffer und da packt ihr die braune Markierung ebenfalls in die Mitte. So, und wenn ihr dann hier in der Mitte die beiden Kontakte verbindet und da Plus abnehmt, habt ihr eben genau diesen einen Pluspol. Hier links und rechts, die beiden Pole müssen verbunden werden. Das ist dann die Geschichte für die Masse. So, jetzt nehmen wir erstmal die beiden wieder raus und schauen uns an, wie das mit dem Glockenankermotor funktioniert. Also, ich muss hier wieder kurz vorne festhalten. Dann kommt der Motor schön waagerecht da rein. So, waagerecht hinten die Litzen raus und dann zack, fest. Und gucken wir einmal, ob das hinten richtig drin ist. So, jetzt habt ihr einmal einen Knacks gehört und das bedeutet, er ist eingerastet. Jetzt machen wir den Gegentest. Motor nehmen, nach oben halten, Lock hält. Das bedeutet auch hier, ihr müsst nichts kleben, nichts machen. Der Motor wird einfach nach oben eingerastet und hält. Mit natürlich ein wenig Energie und Newton kriegt ihr den Motor wieder los. Das soll ja auch so sein. Aber das bedeutet zunächst mal für die Lok selber, für den Betrieb müsst ihr nichts kleben und machen. So, wir machen das auch als Beweis gleich wieder. Einmal zack, nach oben weg. Hier ist er wieder. Also nichts geklebt, hält doch. Und einmal hier wieder rein. Und wir drücken. So. Zack. Ist er wieder fest. So. Knick. So, das für den Motor. Natürlich müsst ihr vorher einmal die Welle da drauf machen. Und ihr müsst die Schnecke da drauf ziehen. Wie macht ihr das? So, jetzt muss ich kurz wieder einmal abnehmen und zeige euch das anhand der Motorwelle und des Motors. Da gibt es unterschiedliche Varianten, auch von Kollegen im Netz, die sagen, was man nicht tun darf und was man tun sollte. Meine Erfahrungen sind da wie folgt. Ihr nehmt ein bisschen Epoxidharz. Das macht aber erst, nachdem ihr einmal eine Probe gemacht habt, und die Welle hier drauf gezogen habt, dann seht ihr, ah, super, geht, ja, schön saugend. Und wenn das einmal funktioniert hat, ihr probiert bitte beide Seiten aus. Die eine Seite ist ein bisschen schwergängiger als die andere, das ist ein bisschen konisch. Ihr nehmt die leichtere Seite in Richtung Motor und dann macht ihr hier vorne an der Ecke der Motorwelle. Da macht ihr einen kleinen Punkt Epoxidharz hin. So. Das ist völlig okay und erstmal völlig einfach, das nachher zu kleben, weil es genau einen Punkt gibt und das ist die maximale Entfernung zum eigentlichen Motor. Dann setzt ihr hier diese Hülse auf und schiebt es so 1-2 mm rein. Ja, so, natürlich nachher mit der Hand, geht es ein bisschen einfacher. Und dann gibt es möglicherweise, wenn ihr ein bisschen zu viel Epoxidharz genommen habt, hier so einen kleinen Überstand. Den wischt ihr in dem Moment jetzt mit einem bisschen zum Futzel von vielleicht einem Taschentuch oder so einfach weg, sodass das dann hier schön schier ist. Und dann macht ihr Folgendes, ohne Druck, ohne irgendetwas, schiebt ihr diese Hülse langsam rein, bis ihr hier einen halben Millimeter habt auf dem Weg zum eigentlichen Gehäuse des Glockenankermotors. Also von dem Motorwellenadapter bis zum Glockenanker sind hier ein halber Millimeter. Warum? Ihr braucht ein bisschen Spiel, denn je nachdem, ob ihr vorwärts oder rückwärts fahrt, ist das hier ein Bruchteil eines Millimeters, wo sich die Motorwelle bewegen wird. Und zum Zweiten habt ihr auf jeden Fall die Sicherheit,
dass keine Klebereste vom Epoxidharz euch die Welle hier zukleben. Also das sitzt dann vernünftig innen bombig, das ist gut, das braucht bei einem Kleber, den ich verwende, 5 Minuten. Dann ist das Ding hart, nach 10 Minuten ist das ordentlich belastbar. Das ist die eine Variante und dann habt ihr die Möglichkeit, entweder die Schnecke aus Messing hier vorne drauf zu setzen. Wenn ihr die Messingschnecke nehmt, das Umgekehrte wie das, was wir eben hatten. Also, ihr packt die Schnecke, die macht ihr ordentlich warm. Diesen hier, den könnt ihr in den Tiefkühler packen. Warum? Wird schön kalt hier, zieht sich zusammen, Schnecke ist schön warm. Und dann packt ihr beides übereinander, wobei ihr vorher bitte einmal geguckt habt, wie weit die Schnecke hier drauf muss. Ja, macht euch da so ein kleines Zeichen hin. Und dann schiebt ihr die heiße Schnecke auf den kalten Motor und danach ist sie nach ungefähr 30 Sekunden fest. Ja, da muss man keinen Kleber machen, nischt. Das ist einfache Physik. Alternativ nehmt ihr diese Flüsterschnecke von uns und schiebt die drauf. Die müsst ihr bitte nicht warm machen, die schmilzt weg. Das ist ja Kunststoff. Dann habt ihr auch dort alles fertig. So, jetzt haben wir den Motor besprochen. Ich nehme das noch kurz wieder auseinander, lege das hier hin. Dann wäre es das. So, jetzt kommen wir zum Lautsprecher. Wo kommt der hin? Hier haben wir die Lok. Und da seht ihr, da ist schon nichts mehr zu sehen hier. Da war nämlich mal was drin. Ich sage euch, was da drin war. Da war drin einmal hier das Kunststoffteil für die Fenster. Die Fenster seht ihr hier noch drin. Ja, die sind hier in der Lok. Aber dieses Kunststoffteil hier in der Mitte, das fehlt. Was ihr macht, ist, ihr nehmt kurz einen Schraubendreher, ja, und hebelt das kurz raus. Das heißt, im Normalfall hängen jetzt hier die Fenster links und rechts dran. Das, was ihr macht, ist, direkt über dem Fenster wird es abgeknipst. Tschüss, mit dem Schneider hier, mit dem mache ich das hier. Der macht schön gerade Schnitte. Kennt ihr von meiner Werkstattseite. Habt ihr links und rechts die Fenster und dieses abgängige Mittelteil. Warum brauchen wir das nicht? Weil wir in der Regel nicht laufend die Fenster rein und rausnehmen wollen. Das ist zur Vereinfachung für Minitricks, dieses Ding überhaupt erstmal herzustellen. Da klipst man das einfach nur rein, das geht fix, das ist günstig. Wir, wenn die Fenster einmal drin sind, brauchen das nicht mehr. Zusätzlich haben wir aber das Glück, dass wenn wir das hier rausnehmen, wir 2 mm mehr Platz gewinnen für einen Lautsprecher, ohne dass wir ihn nachher nennenswert im Führerhaus sehen werden. Und das ist das, was wir wollen. Also ist das abgängig und wir nehmen unseren HiFi-Lautsprecher. So, ich nehme wieder einmal hier, da ist er. Und haben die transparente Box. Die beiden werden wir zunächst mal aufeinander kleben. Das macht man, indem man das Epoxidharz, das nehme ich gern dafür, ganz dünnflächig auf die Schallbox hier streicht, dann fixiert. Und dafür nehme ich gerne eine Kreuzpinzette. So, dann macht man sich da nicht dreckig und schmutzig, wird einmal schön ringsrum eingeschmiert und dann kommt mit einer zweiten Kreuzpinzette der Lautsprecher oben drauf, zack, aufgesetzt und dann lässt man das mit einer Kreuzpinzette im Endeffekt liegen, bis nach 5 bis 10 Minuten alles ausgehärtet ist und es luftdicht ist. Darauf kommt es ja an. Dann hätten wir den Lautsprecher und wie kommt der Lautsprecher jetzt da rein? Der Lautsprecher wird mit dem Lautsprecher selber mit der Unterseite, mit den Kontakten, vorher mit Litzen versorgt, festgelötet und kommt dann über Kopf hier rein, so dass die transparente Schallbox nach unten zeigt, sodass, wenn wir ein bisschen was sehen, hier unten im Führerhaus, es nur die transparente Schallbox ist, die wir erkennen. Dazwischen haben wir auf jeden Fall genug Luft, sodass da ein schöner Durchguck ist, also wir verschandeln da auch nichts. Da im Führerhaus, da könnt ihr immer noch euren kleinen Lokführer reinsetzen, der da winkt fröhlich. Das ist alles möglich. Das, was ihr habt nachher hier unten, sind, ihr habt eine Litze von vorne oder wenn ihr LED habt, zwei. Ja, ihr habt einmal den Anschluss für den Kontakt Minus und ihr habt die Plus-Litze. Könnt ihr hier seitlich durchziehen, ein bisschen unten vom Glockenanker, wenn der hier drauf sitzt. Ja, dann zieht ihr den unten vorbei, hier ist eine Möglichkeit, die Aussparung zu nutzen und nach oben weg. Ihr habt hier links und rechts, habt ihr Federn, dort ist Schiene links, rechts. Ihr lötet eine Litze an,
zieht die Litzen nach oben weg. Also linke, rechte Litze, Strom. Ihr habt hier die Litze, Motor, kommt hier vorne raus. Hinten habt ihr Licht hinten mit Minusanschluss für Licht und für Plus. Wenn ihr den Decoder dann nachher hier drauf setzt, und das macht ihr nachher hier wie folgt, ja, dann habt ihr alles, was da ist, links und rechts neben dem Decoder. Ja, da ist kein großes Gekruschel und das, was ihr noch machen müsst, höchstens ist, wenn ihr LED habt, dass ihr bei ZVS Plus, das ist bei der SUSI-Schnittstelle, hier einmal den Pluspol verbindet. Wenn ihr den Puffer nehmt, der Puffer wird ebenfalls an die SUSI-Schnittstelle gelötet nachher, und zwar ebenfalls Plus. Das ist gemeinsam mit der LED und ihr habt die Masse, das ist auf der anderen Seite von den vier Lötpunkten die entgegengesetzte Richtung. Also, wenn ihr euch den Decoder anguckt, haben wir auf der oberen Seite haben wir ZVS, auf der unteren Seite die Masse. In diesem Fall wäre da unser Kondensator Minus dran. So, das zu dem Umbau unserer Baureihe 64. Wie baue ich das Ganze wieder zusammen? Ich habe hier zwei Litzen, die von oben kommen. Das sind die einzigen, die ich mit der unteren Einheit verheiraten muss, wenn man so will. Deshalb mache ich das mit dem Decoder so, dass die beiden Anschlüsse, die ich brauche für Sound, in diesem Fall oben hier hinten liegen werden. Sodass die Litze, die dünnen Litzen, die wir dafür brauchen, hinten runtergezogen werden und im hinteren Bereich hier dann verbleiben. Die sind also nicht sichtbar, sondern sind dann hier hinten und man hat sie doppelt so lang. Also wenn man dieses Gehäuse hier hinlegt, ist dann hier schön verlötet, kann ich einmal mit einer Pinzette diese Litze nehmen, drehe sie, dass sie ein bisschen kleiner werden, enger werden und verheirate dann Ober- und Unterteil. Unten ist ja ansonsten bereits alles fertig verlötet, habe also da kein Problem. Also setze ich langsam das Oberteil drauf und dann in umgekehrter Reihenfolge kommt, Gewicht bitte nicht vergessen, die Schraube vorne auf das Gewicht. Dann sollte das hier rausgefallen sein, ich nehme das mal vorher raus, die Lichteinheit hier vorne, ja, die müsst ihr natürlich wieder draufsetzen, vorher, zack, aber zum Umbau nehme ich sie gerne weg, damit es nicht kaputt geht. Also hier draufsetzen, dann hier die Schraube rein, dann die beiden Puffer wieder rein. Das Gehäuse war natürlich vorher drauf und die Lok ist bereits fertig. Was ihr machen könnt, ist einmal ohne Sound eine Probefahrt durchzuführen. Das kann man natürlich machen, allein schon mit der Einheit hier. Und dann die Probefahrt mit Sound. Und ich sage euch, das macht einen Heidenspaß bei der Lok, die dann wieder schön flüssig, sanft fahren zu sehen mit einem vernünftigen Sound. Das ist ein schönes Erlebnis, denn eigentlich ist es ja eine schicke Lok, nur mit dem alten Motor und so weiter rumpelt es doch ein bisschen. Sie fährt sich schön sanft über die weichen Straßen, hat einen schönen Sound, also eine schöne Bereicherung der Anlage. So, freut mich, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr sagt, ach, ich habe auch Lust und möchte gern aus dieser Lok auch wieder ein Schätzchen machen. Wenn euch das gefallen hat, dann ja, bitte gerne ran, probiert's, es lohnt sich, würde mich freuen, wenn euch das Video eine Anregung war, das gerne mal nachzumachen. Na, ihr könnt kaum was falsch machen, dadurch, dass hier alles schon fertig ist, geklipst ist, ihr nicht kleben müsst, ist das eine relativ einfache Sache, eigentlich auch für Anfänger und so war es auch gedacht. Keine komplizierten Dinge, nicht viel fräsen, das muss einfach so sein, dass man das an einem Wochenende mal hinbekommt und auch ein schönes Erlebnis hat, weil es eben funktioniert. Ja? Alles Gute, bis zum nächsten Umbauvideo. Das war's von der Baureihe 64.